Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Ihr merkt, meine Stimme ist noch nicht ganz wiederhergestellt, aber das wird schon und ansonsten geht es mir gut. Danke für die Genesungswünsche. Jetzt also endlich wieder Starterdepot, nachdem eine Woche lang ungefähr kein Video kam, weil ich das Zwischenvideo dem Aktienfinder gewidmet hatte bezüglich des neuen Features der dynamischen Aktienbewertung. Ist auch ganz gut angekommen. Vielen Dank, freut mich. Jetzt aber Starterdepot. Und wir haben den Montag, 2. September. Das heißt, es sind unsere ganzen Sparpläne ausgeführt worden. Deshalb zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Ich habe das hier bei der Consorsbank, führe ich das ja. Und hier seht ihr das in Starterdepot in ganzer Pracht, wie es momentan ja, eben aussieht. Da habt ihr dann den Depotwert. Und alle Sparpläne, die wir bereits eingerichtet haben, sind entweder dreimal oder mindestens einmal bisher eben ausgeführt worden, je nachdem, wie lange der Sparplan eben schon existiert. Ich habe das Ganze auch hier schon eingetragen auf meinem Blog wachstumswerte.net. Da seht ihr das. Nicht wundern. Hier ist der Depotwert 642, ein paar zerquetschte. Bei Grundsatz ist er gerade 637 Euro. Das stimmt nie ganz. Ja, Wechselkurseinflüsse, Börsenplatz, keine Ahnung, also ganz stimmt das nie, aber so ungefähr soll es schon passen. Und da habt ihr dann hier eben immer die Übersicht von dem Ganzen. Und ihr seht, hier ist ja übrigens sind die ganzen Gebühren hier mit eingerechnet. Bei Consors müsste es ebenfalls der Fall gewesen sein. Einige Positionen, Cisco, United, Pacific, die sind relativ dick im Minus. Die meisten Positionen sind so unter 3% im Minus, zwischen hängen irgendwo zwischen 3 und 1% oder so im Minus. Wir haben aber auch schon Positionen hier, die im Plus sind. Dass wir im Minus starten, ist ganz normal, weil wir eben Gebühren bezahlen müssen. Und wenn wir die einrechnen, dann sind wir einfach im Minus. Aber das ist die einzige Chance, wie wir mit einem relativ kleinen Investitionsvolumen, wir sind bei 500 Euro, haben wir uns darauf festgelegt, in Aktien investieren können und gleich schön diversifiziert starten können und dann zum Beispiel auch noch in Aktien kommen wie Amazon. Da haben wir jetzt 0,02 Stück, habe ich aufgerundet, von Amazon quasi gekauft. Normalerweise, also eigentlich kostet eine Aktie 1604 US-Dollar. Keine Chance da ranzukommen, wenn man es nicht über einen Sparplan macht oder man eben entsprechend das hohe Geld auf der Kante hat. Ich werde regelmäßig gefragt, ob man noch am Starterdepot teilnehmen kann. Es gibt immer zwei Fragen, die kommen. Das eine ist, kostet es Geld, am Starterdepot teilzunehmen? Nein. Also ich jedenfalls, bei mir müsst ihr nichts bezahlen, sag es mal so. Und die zweite ist immer, wo würdet ihr das Depot aufmachen? Das ist natürlich eure Sache. Also ich mache es bei der Consorsbank. Ich halte Consorsbank für nicht perfekt, aber bisher für den besten Broker bezüglich Sparplänen, den ich kenne. Und ihr könnt hier, jetzt einen Button zum Angebot, verlinke ich auch, und dann könnt ihr hier hinkommen. Dann könnt ihr immerhin mal zwischen zwei unterschiedlichen sparplanfähigen Programmen wählen und kriegt dann noch eine 90-Tage-Vollmitgliedschaft obendrauf und eventuelle Bonusaktionen des Brokers auch dazu. So, ich zeige euch jetzt noch eine Excel-Grafik, die ich gemacht habe. Das ist die auf die aktuelle Aufteilung nach Branchen. Wir haben ja die Sparpläne, die haben immer 25 Euro Volumen. Wir haben noch Platz für 5 Sparpläne, glaube ich. Ah, 25 Euro, also 125 Euro. Dann sind unsere 500 Euro Investitionsvolumen, die werden dann aufgebraucht. Gewonnen hat in der letzten Abstimmung Diageo. Das heißt, haben wir hier unseren nicht zyklischen Konsumbereich ausgebaut im Bereich oder im Unterbereich, wenn man so will, Lebensmittel. Und jetzt gehen wir zur Gesundheit. Übrigens hat sich Diageo relativ klar durchgesetzt gegen 7&i Holdings und gegen Reggie Benckiser. Benz Kaiser. Sorry. Jetzt aber hier zur nächsten Abstimmung. Und da haben wir Novo Nordisk, lassen wir antreten, gegen United Health Group. Die sind beide Male schon in der Abstimmung gewesen, haben auch nicht schlecht abgeschnitten, haben aber jeweils verloren. Ich glaube, einmal gegen Johnson & Johnson, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau.
Novodordisk unterlag gegen Johnson & Johnson und UnitedHealth Group unterlag gegen Fresenius. Da hat einmal daheim Bias zugeschlagen, würde ich sagen. Ist aber okay, wir haben keine Übergewichtung von Deutschland. Und die ganzen, ich werde jetzt also nicht die Unternehmen nochmal komplett durchanalysieren. Ich werde euch jetzt aber schon nochmal ein bisschen aufgleisen. Und ihr könnt dann, ich werde euch dann die Links verlinken zu den Aktienanalysen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin. Das ist die Watchlist, die ich mir gebastelt habe. Da haben wir eben Novo Nordisk, United Health Group. Und jetzt seien wir mal kurz erlaubt, dass ich zum Wasserglas greife und das nicht rausschneide. Habe ich nämlich schon weniger Arbeit. Vielen Dank. So, also fangen wir an mit Novo Nordisk. Ihr wisst, ist, die sind im Diabetesbereich ganz stark, Weltmarktführer und machen auch noch, behandeln auch noch Wachstumsstörungen, Übergewicht, Blute. Aber über 80% ihres Umsatzes kommen über Diabetes, Klammer auf, Insulin, Klammer zu, zustande. Ihr seht hier in der Wachstumsanalyse, dass es viele gute Jahre gab und dann hier so ein bisschen eine kleine Stagnationsphase. Sieht man auch im Umsatz, Margen leicht rückläufig, hat insbesondere mit den USA zu tun. Da gibt es sehr viele Leute mit Diabetes, leider. Und da wird ungefähr die Hälfte des Umsatzes von Novo Nordisk erzielt. Und dass es sehr viele Menschen gibt, die eben die Hilfe von Novo Nordisk brauchen, beziehungsweise das Enzym, gibt es eben auch viele Ausgaben, für die der Staat auch gerade stehen muss, zum größten Teil jedenfalls. Und es wird eben versucht, den Preisdruck zu mildern und abzuwälzen auf die Pharmahersteller. Und es hat halt Novo Nordisk schon zu spüren bekommen. Andere Länder wachsen weiter. Und ich gehe davon aus, dass der meiste Kostendruck schon angekommen ist bei Novo Nordisk. Was jetzt interessant ist, also komplett gehe ich das hier nicht mehr durch, ist insofern die Bewertung, als dass das hier etwas Neues ist im Aktienfinale. Das kommt weg, das kommt auch weg, das kommt hin. Und da kann ich euch nochmal ein bisschen was zeigen. Wenn wir jetzt nochmal rauskriegen wollen, also es ist eine Qualitätsaktie, und jetzt gucken wir uns nochmal um, oder wir kümmern uns jetzt nochmal um die Bewertung. Nämlich dieses Feature gab es noch nicht, als ich das letzte Video gemacht habe bezüglich Novo Nordisk. Insofern wäre das jetzt noch was Neues tatsächlich. Wir gucken uns erstmal hier die komplette fundamentale Historie an und dann schauen wir mal, wie wir den Novo Nordisk bewerten können. Und das ist hilfreich, wenn wir hier grafisch irgendwelche Ausreißer erkennen, irgendwas Unzuverlässiges, dann fällt natürlich das hier auf in der Dividende und dann fällt auf, dass der operative Cashflow relativ unzuverlässig geworden ist, jedenfalls unzuverlässiger als der bilanzierte Gewinn. Bei der Dividende fällt noch auf, dass wir hier immer eine 1 vom Komma stehen hatten. Hier plötzlich eine 3,7 mit der von mir deklarierten Sonderdividende. Das hat alles mit einer Umstellung des Dividendenrhythmus zu tun, von einmal jährlich auf zweimal jährlich. Deshalb gibt es hier diese ja, Ausreißer. Und ab hier ist es quasi normal wieder, die neue Wirklichkeit mit einer 2 vorm Komma bei der Dividende. Wenn wir also hier den Fernwert berechnen wollen, müssten wir quasi irgendwo hier anfangen. Hier müssten wir wahrscheinlich anfangen, um einen Fernwert Dividende zu kriegen, der passt. Für den Gewinn, da ist eigentlich Novo Nordisk immer relativ gleichmäßig bewertet. Zwischen 21 mal etwas über 21 das KGV und also unter 22 und wenn es hier mal 26, okay. Aber das ist ab hier 24, okay, hier was extrem hoch bewertet, aber ansonsten ist es irgendwo zwischen knapp 20 und leicht über 20. Das heißt, da können wir tatsächlich den Bereich nehmen, den ich da gerade gezogen habe. Und dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, wie der aktuelle Kurs sich dazu verhält. Also wir hätten dann hier den fairen Wert basierend auf dem Gewinn, der erstmal an sich relativ zuverlässig aussieht auf so eine lange Periode. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier den Kurs, können wir dann drüber legen. Und dann sehen wir eben hier die großen Ausreißer, als eben auch das KGV sehr hoch war, mit 25, knapp 27. Also war die Aktie sehr sportlich bewertet.
Und dann Back to Reality, dann ist er gefallen. Ah, und jetzt zeige ich noch was Neues. Da kann man nämlich hier klicken und hier klicken. Und dann sieht man, dass die Aktie hier um 35% gefallen ist. Ihr könnt, oh no, ich bin wieder weg. Und im Prinzip mehr oder weniger hat sich dann wieder aufgeholt. Und jetzt pendelt die Aktie mehr oder weniger um den fairen Wert. Kann sich das noch ein bisschen näher betrachten hier. Dann sieht man das Ganze. Momentan wäre die Aktie leicht überbewertet. Kann man auch gucken, wie viel hier wieder. Und es ist zum Fair Value ziehen. Dann sieht man, wenn die Aktie jetzt quasi basierend auf dem fairen Wert zum Ende des Geschäftsjahres mit 300 ungefähr 40 dänischen Kronen fallen würde, dann hätten wir einen Kursverlust von knapp 5%. Den würden wir dann einfach aussetzen bis Ende des übernächsten Jahres. Und dann hätten wir einen Kursgewinn von 10,8%. Und aufs Jahr ein Gewinn von 8,5% immerhin. Die Dividende können wir auch einblenden, aber die ist, wie ich schon gesagt habe, nicht repräsentativ. Wir müssten dafür einen repräsentativen fairen Wert basierend auf der Dividendenrendite unsere Dividende suchen, wo eben schon 2 vom Komma ist. Also hier können wir dann damit anfangen. Mache ich mal. Jetzt werdet ihr sehen, dass der faire Wert der Dividende nach unten korrigiert. Hier ist er. Gehen wir ein bisschen näher ran, machen das weg. Und dann seht ihr im Prinzip, dass der aktuelle Kurs mehr oder weniger schon am fairen Wert ist. Also ganz leicht momentan, stand heute drunter, aber wir rechnen mit Dividendenerhöhung und das passt schon soweit. Und der faire Wert vom KGV, beziehungsweise auch basierend auf dem Gewinn hat es da auch leicht geändert. Habe ich jetzt auch gar nicht drauf geachtet. Hier stehen die Multiples, die benutzt werden für die faire Wertberechnung. Also die Aktie ist mehr oder weniger fair bewertet. So, das wäre die erste gewesen. Und dann haben wir ja noch die zweite. United Health Group. Die sitzen im Prinzip auf der anderen Tischseite von Novo Nordisk, wenn verhandelt wird. Die verhandeln ja mit Pharmaherstellern. Versuchen die Preise zu drücken für ihre Kunden, die Krankenkassen sind oder Apothekerverbände sind, die im Rahmen dieses Pharmacy Benefit Managements Unternehmen wie United Health Group verhandeln lassen, mit einer großen Verhandlungsmasse im Hintergrund. Und dann handeln die eben Rabatte aus gegenüber Pharmaherstellern wie Novo Nordisk. Kassieren dafür oder behalten ein bisschen von den Einsparungen ein, verdienen dann auch was. United Health Group ist selbst auch Krankenversicherer im Prinzip, haben sich quasi ausgedehnt, wenn man so will. So wie CVS sich auch ausgedehnt hat, die sind auch da in der Gesundheitsvorsorge tätig, aber in Richtung Apotheken. So haben die sich, habe ich jedenfalls so verstanden beim Lesen, in Richtung Versicherung ausgedehnt. So, auch das schneide ich jetzt nicht raus. Habe ich ja auch ein Video zu gedreht, eine Analyse, verlinke ich auch. Und dann gucken wir uns einfach jetzt nochmal den fairen Wert United Health Group an, weil das hatte ich ja damals auch noch nicht in Analyse implementiert. Gehen wir erstmal wieder zum zurück. Schauen wir uns wieder an, was für das Unternehmen repräsentativ ist. Dazu müssen wir natürlich hier die fundamentalen Daten einblenden. Ja, Kurs interessiert erstmal nicht. Ja, das sehe ich mal beim KGV im Gegensatz zu Novo Nordisk schon relativ große Abweichung. 22,8 und dann wieder relativ hoch über 20. Also kann man jetzt nicht einfach von da nach da die Linie ziehen, würde ich behaupten. Beim KCV auch relativ große Abweichung. Also gleiche wie KGV, nur basierend auf dem Cashflow. Mal 11. Knapp über 5, dann 15. Und Dividende, erstmal überhaupt keine, dann Mikro und jetzt 1,4%. Also haben sie auch hier die Dividendenpolitik, habe ich auch im anderen Video schon angesprochen, geändert. Macht das Ganze mit der Bewertung etwas diffiziler, aber nicht unmöglich. Das heißt, wenn ich so einen Fall habe, dann würde ich von rechts nach links mich durcharbeiten hier anhand der KGVs, beziehungsweise zuerst mal würde ich gucken, was ich überhaupt nehmen kann. Und der
Bilanzierter Gewinn sieht mir soweit in Ordnung aus. Der wächst hier mal überproportional stark. Hier ist er weniger stark gewachsen. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Wachstumsphasen im Unternehmen. Der Cashflow macht im Prinzip die Entwicklung mit, leidet aber daran, dass die Zahlungen unregelmäßig erfolgen. Das heißt, es wird was überwiesen für Folgeperioden. Also hier, das war ein Betrag von 5 Milliarden Euro, der fiel ins Geschäftsjahr eigentlich von 2019 ins folgende, wurde aber schon hier überwiesen. Und da werden immer relativ, mein Eindruck, große Einmalzahlungen getätigt und die führen dann zu unregelmäßigen Entwicklungen. Macht die Sache nicht einfacher, was das Bewerten angeht. Ich würde erstmal dann mich hier drauf die beiden hier beschränken und man kann sich jetzt im Prinzip könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, wir nehmen die letzte Wachstumsphase und der Markt hat die wohl hier irgendwo erkannt, wo das KGV bei 19 schon lag, weil wir haben hier Bewertung um die 10, dann mal 15, dann ist es schon nach oben oder dann um die 20. Und diese um die 20 sind im Prinzip das, was man dann noch hier sieht. Hier ist auch nochmal 20, dann hier wieder leicht runter. Hier jedenfalls sind nur 12 und die 12 werden hier überall überboten. Überall. Also entweder hier oder man kann auch hier anfangen. Dann sorgt man dafür, dann sorgt man dafür, dass man das durchschnittliche KGV ein bisschen runternimmt. Das heißt, man bewertet vorsichtiger den fairen Wert. Hier wird man es noch vorsichtiger bewerten, aber hier wird es anfangen, vielleicht unrealistisch zu werden, weil 12 halt deutlich niedriger ist als alle KGVs von hier. Deshalb würde ich jetzt hier anfangen. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch gleich die Dividende richtig drin, wie sie charakteristisch ist für den kompletten Zeitverlauf, also bis heute. Dann ziehe ich das einfach hier rüber. Das sind jetzt relativ wenig Jahre, also ist jetzt von 2014 bis Stand aktuell. Ja, das bis 2021 ist natürlich schon der KGV, also die fairen Werte werden schon bis 2021 berechnet. Aber die Multiples von hier, also dann hier rechts, die prognostizierten Multiples, die fließen nicht in die Durchschnittsberechnung ein. So, das würde das Ganze nämlich verfälschen, weil der Kurs, ich zeige es kurz, weil der Kurs ist ja der heutige Kurs und es ist nicht der Kurs, wie er in Zukunft sein wird. Deshalb rechnen wir diese Multiples nicht. Es wird nämlich immer die fairen Werte nach unten drücken, künstlich. Wenn ich das zukünftige KGV mit dem heutigen Kurs berechne, dann ist es tendenziell zu niedrig bei Wachstumsaktien. Genug geredet. Ich muss mich beeilen, sonst macht ich muss mich kurz halten, sonst macht meine Stimme nicht mit. Also hier ist der Kurs. Und jetzt wird es wieder spannend, wenn wir gucken, wenn wir die berechneten fairen Werte drüber legen. Erst den fairen Wert KGV. Und das sehen wir erstmal, dass wir ein bisschen ranzoomen müssen. Und dann sehen wir, also schon bei 10 Jahren, man sieht, dass es im Prinzip schon so halbwegs hinhaut. Eigentlich sogar ziemlich gut. Und momentan haben wir hier einen Kurs von 234 US-Dollar. Als ich dieses letzte Mal die Aktie vorgestellt hatte, ein bisschen ausführlicher, war der Kurs noch höher. Ne? Normal muss der Kurs noch hier irgendwo gewesen sein. Jetzt ist er etwas gefallen, die Aktie. Und sie ist unterbewertet sozusagen. Und das heißt, wenn wir den fairen Wert nehmen, basierend auf dem Ende des Geschäftsjahres, was dem Kalenderjahr entspricht, dann hätten wir Kursgewinne von 9% und auf Sei gerechnet von 30%, weil wir jetzt schon im September sind. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal für den fairen Wert der Dividende an. Und laut dem wäre die Aktie sogar unterbewertet. Würde ich jetzt aber nicht überbewerten, weil das sind Dividenden von 1,4 oder 1,8%. Also ist jetzt nicht so, dass man aufgrund der hohen Dividende die Aktie unbedingt kaufen würde. Das ist eher aufgrund der Dividendendynamik. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Sieht man aber auch hier schon, ne? Wie der Stock ganz schön ansieht. Hier, guck mal hier. Fernwert Dividende von 265 US-Dollar und hier von 397 US-Dollar. Ja, auf der einen Seite werden Unternehmen nicht einfach deshalb mehr wert, weil es mehr ausschüttet. Auf der anderen Seite ist der faire Wert Dividende durchaus sinnvoll bei einem konstanten Dividendenwachstum als zusätzlichen fairen Wert. Hier ist es eben so gelagert, dass die Dividende relativ niedrig ist und das Dividendenwachstum ist erstmal
sehr, sehr stark dynamisch und deshalb kommen halt die hohen Steigerungen zustande. Das ist wie wenn der Gewinn, also ich zeig's mal hier, der Gewinn steigt halt hier, die Dividende steigt halt hier bei 20% im Jahr. Und wenn der Gewinn, wenn irgendwas, Gewinn, Dividende, Cashflow um 20% pro Jahr steigt, dann steigt natürlich der faire Wert entsprechend stark mit an. Nichts anderes ist das hier bei der Dividende. Ja, ich glaube, hier die dividendenbasierten Kennzahlen bin ich schon durchgegangen. Wir können die Dividendenbenchmark mal angucken. Das ist aber ungeschickt. Wir machen erstmal Novo Nordisk. Moment, wir gucken uns, wir gehen erstmal auf Novo Nordisk. So, und da seht ihr das schon und da seht ihr auch warum. Weil ansonsten, also Novo Nordisk bildet quasi die Basis. Und United Health Group zieht dann davon. So sieht es besser aus als andersrum. Novo Nordisk hat die höhere Dividendenrendite, 2,3%. United Health Group 1,7%. Aber aufgrund des sehr hohen Dividendenwachstums, 20% gegenüber 7,4% bei Novo Nordisk, dauert es nicht allzu lange, 3, 4 Jahre, dann zieht United Health Group Novo Nordisk davon. Und jetzt greift halt ein Algorithmus und der geht halt davon aus, dass das Wachstum schon abnimmt von den 20%, aber relativ langsam abnimmt von den 20%. Also nur. Und deshalb ist halt hier ein sehr starkes Dividendenwachstum. Was ihr denn hier seht, ist die Entwicklung der persönlichen Dividendenrendite. Wenn ihr Stand jetzt einsteigen würdet und dann würdet ihr 2031, also in 12 Jahren, eine persönliche Dividendenrendite haben, die 10,95% entspricht und 9,5% schon 2030. Wenn ihr nochmal wartet bis 2039, dann 25,7% schon. Ob das jetzt wirklich so kommt, das weiß kein Mensch. Aber was ich halt sagen kann, ist, dass die Dividendenrendite tatsächlich doch relativ stark angestiegen ist. Und wir gucken uns das nochmal an kurz. Weil die Frage ja vielleicht doch noch mal kommt, wie realistisch das denn ist. Wenn ihr hier mal reinzoomt, dann seht ihr, dass da eigentlich schon noch Luft ist nach oben, ne? Was die Dividendenerhöhungen angeht, beziehungsweise das dynamische Wachstum. Insofern, so ganz aus der Luft gegriffen ist es auch nicht, auch wenn es vielleicht erstmal utopisch erscheinen mag. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt und was ich noch sagen kann. Das heißt, ihr stimmt jetzt bitte ab. Ich bedanke mich für die super Teilnahme und das nächste Video so in 3, 4 Tagen und bis dahin ist auch hoffentlich die Stimme wiederhergestellt. Ciao.